Philipp Matthias Brägi, Fraktionspräsident der CVP, er hat heute Nachmittag zurückgeschaut auf die letzte Legislaturperiode. Die Wahlen stehen vor der Bord. Rückblickend, was kann man sagen, was waren es für 4 Jahre für die CVP? Also es waren spannende 4 Jahre, weil sie angetreten mit dem Ziel, ist stärker für die Oberwahl Sitz zu setzen. Und wir heute können feststellen, wie wir anhand von verschiedenen Beispielen gezeigt haben, dass wir uns in den letzten 4 Jahren wirklich für die Oberwahl Sitz gesetzt haben. Sei das in der Frage des Minderheitenschutzes, sei das in der Frage des Spital oder auch im Bereich von der Förderung des Tourismus. Der Tourismus, das kann man glaube ich sagen, das war ein harter Brocken. Und das ist auch vor allem ein Brocken, der noch in Zukunft beschäftigt hat. Ich glaube, der Tourismus ist so wichtig für den Kanton Wallis, dass es wichtig ist, dass man umfassende Diskussionen darüber führt. Wir haben uns dafür eingesetzt, dass man neu auch die Bergbahnen mit Subventionen unterstützt, nicht nur mit Darlehen. Das ist sicher eine Neuerung, die extrem wichtig ist für die Bergbahnen. Das ist auch eine Neuerung, die halt nur zu Diskussionen wird Anlass geben. Aber ich habe es vorher schon in der Medienkonferenz ganz klar gesagt, ich bin überzeugt, dass wir im Wallis bei den neuen Parlamentariern ganz klar wieder die Unterstützung werden bekommen. Dass man die Subventionen reinlässt, ist ja nicht etwas Neues. Wir kennen das bereits in der Landwirtschaft, wir kennen das bei den Krankenkassenprämien. Warum sollten wir nicht die Bergbahnen als Rückgrat vom Tourismus auch so unterstützen? Also das ist unter anderem ein Grund, wieso das die CVPO die nächsten 4 Jahre im Grossrat braucht. Also das ist einer von vielen Gründen, warum es die CVPO in den nächsten 4 Jahren braucht. Ich glaube, die CVPO als geringste Oberwalser Fraktion hat ganz klar gezeigt, dass wir 2 Sachen konsequent gemacht haben. Wir haben erstens konsequent für die Oberwallis eingesetzt, anders als beispielsweise die SVP, die bei einer roten Korrektion zum Schutz von der Lohnzahlung Fisch oder die SP, die beim Minderheitenschutz ausgeschert sind. Und wir sollten auch darum zweitens natürlich unten sein, weil wir regional sehr gut verteilt sind. Wir haben Gemeindepräsidenten aus allen Regionen, wir haben Vertreterinnen und Vertreter aus allen Regionen. Wir sind sehr gut regional verteilt und ich glaube, das ist extrem wichtig, dass nicht nur die grossen Zentren, sondern auch die Bergdörfer in Sitten gut vertreten sind. Jetzt seid ihr selber einer, der sich noch mal stellt für die Wahl. Ihr wollt es noch mal wissen als Grossrat in Sitten. Falls ihr gewählt kommt am 5. März, was ist so euer Anliegen? Wieso kämpft ihr eigentlich für das? Wieso wählt ihr noch mal auf Sitten? Ich habe es vorher glaube ich, schon klar gesagt. Es braucht eine starke Minderheit, dass wir ein geeinter Kanton sind. Und es braucht einen geeinten Kanton, dass wir die Probleme, die nicht zuletzt von Bundesbahnen in den nächsten Jahren auf die Wallis werden zukommen, können meistern. Demzufolge braucht es gute Leute aus dem Oberwallis. Die CVPO hätte die. Aus diesem Grund wollen wir nochmal mit möglichst vielen Leuten auf Seite und möglichst eine gute Politik machen. Jetzt vorher an der Medienkonferenz hat ja der scheidende Staatsrat, der Jean-Michel China, so ein bisschen gepinkt von den letzten, ja insgesamt fast 12 Jahren, die euch noch schlussendlich ein bisschen aufgezeigt. Ihr habt alle genickt und mal zugestimmt. Also das heisst, er kommt von der CVP auch sehr ein gutes Zeugnis. Also ich glaube, der Jean-Michel China hat in den letzten Jahren hervorragende Arbeit geleistet für den Kanton Wallis, aber auch für das Oberwallis. Ihm ein schlechtes Zeugnis ausstellen, wäre ich völlig verfehlt. Wir haben zwar intern immer wieder mal Diskussionen gehabt, auch Themen breit diskutiert, aber das hat uns nur stärker gemacht. Schlussendlich, heute kann man festhalten, der Jean-Michel China war ein hervorragender Staatsrat für den Kanton Wallis.